Moin zusammen, willkommen zurück und herzlich willkommen im Camp Grimsby. Nach meinen schönen Tagen in Trollhättan fahre ich weiter gen Norden mit dem Ziel des Camp Grimsby in der Nähe des kleinen Ortes Erjang. Hierbei handelt es sich um ein wunderschönes familiengeführtes Camp am See Stora Bör. Man findet hier ausreichend Platz für Wohnmobile, Wohnwagen, aber auch Zelte. Hier ist für jeden etwas dabei. Bei meiner Ankunft war die Rezeption nicht besetzt, macht aber nichts, denn ich hatte mich bereits im Vorfeld schlau gemacht. Man fährt auf den Platz, sucht sich einen schönen Standort und meldet sich später während der Öffnungszeiten in der Rezeption an. Sucht euch einfach einen schönen freien Platz aus. Ein weiterer großer Vorteil dieses Campingparks ist, dass es keine Parzellierung gibt. Bis auf einige gesperrte Stellen direkt am Wasser oder am Strand darf man sich hinstellen, wo man möchte. Hier ist also ausnahmsweise mal kein Kuschelcamping angesagt. Auch wer über kein eigenes Wohnmobil oder Wohnwagen verfügt, kann hier Abenteuerurlaub in der Natur machen. Im Camp Grimsby kann man kleinere oder auch größere Hütten für Paare oder auch die ganze Familie mieten. Das Camp ist ein reines Selbstversorgercamp, das heißt, hier gibt es keinen Laden oder auch kein Restaurant. An der Rezeption bekommt man Eiscreme oder auch Erfrischungsgetränke und ein paar Kleinigkeiten. Das war's dann aber auch schon. Also, wenn ihr später am romantischen Lagerfeuer etwas grillen möchtet, dann müsst ihr euch vorher eindecken. Der nächste Supermarkt ist so circa 8 Kilometer entfernt und bietet ein ähnliches Sortiment wie bei uns die mittleren Edeka-Märkte. Normalerweise ist dieses völlig ausreichend. Man kann natürlich auch mit dem gemieteten oder eigenen Boot rausfahren und frischen Fisch fangen. Der wahre Star hier im Camp Grimsby ist der See Stora Bör. Er bietet sich für zahlreiche Wassersportaktivitäten an, unter anderem natürlich Kanufahren. Wer kein eigenes Kanu mitbringt, kann sich hier eines leihen. In Schweden gibt es auch zahlreiche Veranstalter, die unter anderem mehrtägige Kanutouren anbieten. Unter anderem kann man das auch hier auf eigene Faust oder wie gesagt mit Veranstalter machen. Dazu gibt es später im nächsten Video noch mehr Informationen. And then everybody comes to Camp Grimsby. Also the German? Ja, allen kommen nach Camp Grimsby. Das ist super hier. Dankeschön. So ihr Lieben, wie ihr seht, lasse ich es mir hier richtig gut gehen im Camp Grimsby am Stora Bör.
Im nächsten Video erkunden wir hier die wunderschöne Natur und es geht endlich mit dem Kanu aufs Wasser. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis bald!